Achso, jetzt fahren wir alle mal zusammen nach Hause. Ist doch auch wunderschön. 4000 für so eine blöde Therapie. Der hat's ja wohl. So, hier ist er ein bisschen schneller da rum, dann fahren wir mal hier rum. Gute Idee. Was? I don't know, like maybe we still had a ways to go, you know, like maybe we need more time. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That was cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm fuzzy feeling. Probably just the meds you rated. Okay. Cathartic. All right, I just don't want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? No, not demands. I'm saying you're right. Something was broke, and we gotta work at fixing it. We do. All of us. Yes, Mom. For real, peeps. Because I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Friedlander, or my yoga teacher, or our tennis coach, or the juice guy, or the dog walker. Oh, hey. Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or Dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci Beach. Or the hippie bum who thinks the world is ending. We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our deaths, changing our names, all the lying to the FIB? That monster, Trevor? There's no explaining, Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session? No! Jeez! Just one thing, Michael. Don't get us killed. And don't get killed. Can you do that? I'll give it my best shot. Ja, wir probieren's mal. Every fiber of my being, I will do whatever it takes to make sure it doesn't happen. Promise. Ich hab gut eingeparkt. Ich hab sehr gut eingeparkt. Kids, rooms. If you find dead bodies, cheap women or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. Nö, da dürfte niemand von diesen angesprochenen Personen anzutreffen sein. Von dem her gar kein Problem. Familienzusammenführung. Sind wir schon wieder zusammen. Das ist eigentlich ganz beruhigend. Und wir wechseln jetzt das Setting zu Trevor, wie es aussieht. Also weit weg auf jeden Fall. Könnte Trevor sein. Ja, Tatsache. Last one standing. Again. Stallos. Wo sind wir hier? Am äußersten Ende auf einer Insel. Ist ja geil. Was haben wir denn alles für Missionen? Gar keine. Also, keine Hauptmission. Ja, was machen wir dann? Wir haben absolut keine Hauptmission. Vielleicht erstmal ein bisschen mit dem Boot rumfahren, oder? Kommt vielleicht irgendwas. Also, wir können mal versuchen, halbwegs in Richtung... Wohin wäre es denn sinnvoll? So ein Speedboat-Rennen oder sowas? Oder da oben in Richtung unserem Haus? Da machen wir, würde ich sagen, vielleicht mal da so eine Markierung hin. Das ist dann ungefähr in Richtung unseres Hauses. Je nachdem, ich weiß gar nicht, wie weit hier der Seeweg geht. Deswegen, naja. Denke ich mal, es ist ganz sinnvoll, wenn wir einmal auf das Speedboat aufsteigen. Juhu, ein Boot. Ich glaube, mehr ist auch gar nicht gedacht hier, oder? Just takes a boat. So. Ein schönes Boot. Und sogar mit Ibis-Gerät. Das ist beruhigend. So. Ja, schön hier. Und dann müssen wir einige der Dingensmissionen machen. Einige der Nebenmissionen. Wo wäre denn da die nächste? Ja, auch da oben haben wir ein paar. Da oben sind wir ganz gut beraten. Da oben sind wir wunderbar beraten. So. Meine Hoffnung wäre nur, dass wir trotzdem weiter in der Hauptmission kommen. Aber irgendwie... Nö. Egal. Kannst du machen, was du willst. Dann fahren wir eben eine kleine Runde Boot. Das gehört wahrscheinlich auch dazu. Oh, da vorne dazu eine Insel. Oh, ist das schön. Oh, es ist einfach wunderschön. Ja, warum ist dein Haus eigentlich so weit links? Ach. Unterschlupf 2. Unterschlupf 1. Die Frage ist, ob das mehr Sinn macht. Ah, das hier ist auch sein Unterschlupf in dem... Okay. Die Frage ist natürlich, was jetzt mehr Sinn macht, wo wir hingehen. Ob wir in der Stadt bleiben oder ob wir nach da oben gehen, weil da oben haben wir doch ein paar Sachen zu erledigen. Gehen wir mal nach da oben. So, haben wir mal so entschieden und dann werden wir es einfach so durchziehen. So, die Frage ist natürlich, wie wir jetzt weiterkommen. Ich meine, das ist jetzt ja alles irgendwie...
Ich denke, auf jeden Fall steht halt noch aus, dass wir uns mit Michael wieder versöhnen. Das ist so meine Idee oder mein Gedanke, was auch erledigt werden muss generell. Und dann bin ich eigentlich relativ ratlos an der Stelle, ne? Gibt es wieder noch andere Sachen, aber es kommt dann irgendwie erst mit der Zeit alles. So. Hier ist leider nicht allzu viel am Strand. Wir können natürlich auch gucken, dass wir irgendwo da aufsetzen am Strand, wo wir Aussicht auf ein Fahrzeug haben, was wir hier aktuell nicht haben. Weil Laufen ist immer ein bisschen, naja, mehr oder minder optimal. Hm? Wisst ihr selber, brauchen wir ein bisschen länger und dann, oh, das ist ein Stein. Hui, einmal da lang, da könnten wir ein Rennen veranstalten. Skischark an der Startlinie. Könnten wir echt auch mal kommen, wenn man lieber was Gescheites. Lieber ein bisschen was Gescheites machen hier, weil ansonsten ich dich auch nicht so optimal, ne? So. Haben wir denn irgendwo ein Auto in Aussicht? Sieht irgendwie nicht danach aus. Nirgendwo ein Fahrzeug. Keiner, der ja parkt, um irgendwie die Meerwetter zu frönen oder sowas. Nicht wirklich, nicht. Schade. Dann eben nicht. Können wir irgendwie das Boot bunkern oder so? Dann haben wir ein Boot. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was haben wir da oben? Ein bisschen Industrie. Zwar nicht Trevor Phillips Industries, das ist wieder was ganz anderes, aber auf jeden Fall mal Industrie. Ich habe mal da. Das sind Boote, okay. Super auch, schön. Jetzt haben wir ein bisschen Karte erkundet, das war auch nicht schlecht. Ein Karte erkunden und dann können wir doch. Kann man da nicht irgendwie. Ach, das nicht irgendwie, sind da rein hoch oder so. Cool. Was ist da drin? Eine Lagune. Da ist noch ein Boot. Ey, das ist aber geil hier. Ich weiß ja nicht, was mir das bringt, aber es sieht cool aus hier. So, hui. Hab's kaputt gemacht, das heißt, wir nehmen mal das andere, oder? Einmal nach oben, bitte. Einmal nach oben. So. Dann nehmen wir mal das Boot hier, ne? Boah, kommt da so hoch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das irgendwie anders fährt. Ich denke mal nicht. Es dürfte so ziemlich das gleiche sein. Es macht aber andere Geräusche. Heißt, es ist schon mal wesentlich anders da. Und so, schwör. War auch toll, dass überall Boote rumstehen, damit du einfach so snacken kannst, ein bisschen rumfahren. Bei Autos ist es ja auch so, aber das ist bei Booten genauso, das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, einmal hier über den Landzunge da. Und dann, wo sind wir denn gerade? Hier. Ich glaube, da geht das Meer auch gar nicht so weit rein. Wie gesagt, ich habe echt keine Ahnung, was wir so zu tun haben. Was passiert, wenn wir jetzt die Personen wechseln oder sowas? Auf Franklin oder so? Ich meine, Trevor müsste sich dann irgendwo woanders befinden. Wir wechseln einfach mal ein bisschen rum. Was denn so passiert? Weil ewig Boot fahren ist jetzt auch nicht so interessant, glaube ich mal. So, Michael sitzt hier, das ist klar. No, it's not a cigarette. Find in my center before I practice. Muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. So. Er hat keine. Also nichts Großartiges. Nee, hat er wirklich nicht. Und Franklin dann wahrscheinlich auch nicht. Puh. Was tun wir dann sonst? Müssen wir noch ein paar Nebenmissionen machen. Schade aber auch. Wo sind wir denn hier? Du treibst nur dich rum. Ah, klar. Natürlich, die Franklin-Mission. Natürlich. Wie könnte ich die vergessen? Verfolge den Architekten. Stimmt. Da war doch noch was hier für den großen Überfall. Hey, stupid. You can't be on here without a hat. Ah, danke. Thanks a lot. Site inspection. Architect on site. Darf ich einfach so mitgehen oder entdeckt er mich dann? Er entdeckt mich nicht, das ist beruhigend. Auch wenn er sehr langsam läuft. Das soll mir geil sein. Wir sehen jetzt schon mal aus wie ein Bauarbeiter. Das ist alles ganz gesund. Wie Bob der Baumeister. Stimmt, Franklin hier, klar, natürlich. Boah, warum läuft denn das so langsam? Ja, bla bla bla. Folgen wir dem mal. Was macht denn der Schönes?
Einfach hinterherlaufen. Das fällt ihm bestimmt nicht auf. Ich habe nur rein zufällig den gleichen Weg wie du. Ach, ich kann den zweiten Aufzug nehmen, oder? Muss ich in den gleichen steigen? Nehmen wir mal den anderen. Schauen wir auf den Außen. Wir können gar nicht großartig nach außen gucken. Macht er überhaupt das gleiche wie wir? Hallo? That's the engineer's plans. Mine you treat like a religious text, remember? Yeah, that's it. Wunderbar, es ist super, wie gut sie ja hier verstehen. So, Kollege, was machen wir jetzt hier? Hallo? Irgendwelche Pläne? Also sowohl Pläne zum Draufgucken, als auch Pläne, was wir tun können. So. Bring den Architekten... Who is it? Hallo? Haben wir jetzt Ziel erreicht? Achso, okay, es ist egal. Baustelle verlassen, da war doch hier der Aufzug. So. Einmal da runter, ihr habt Aufzug. Aufzug. Oh. Ich habe immer R gedrückt. Ist noch niemand da? Ich hoffe mal nicht. So, ich mache mal hier wieder. Den da sehen wir etwas besser. So, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Oh. Wie böse sind die auf mich? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir trotzdem ein Fahrzeug besorgen. Hä, die rennen mir einfach nur hinterher. Ist super. Voll sinnvoll. So, welches Ziel steht jetzt eigentlich vorne an? Verlasse die Baustelle oder werde die Polizei los? Weiß ich nicht genau. Wie wäre es denn einfach beides versuchen? Sehen die uns hier? Ich denke mal nicht. Heißt, ich renne einfach mal... hier rum und dann sollte sich das dann irgendwann von selbst erledigen, oder? Wenn die sich nicht gerade hier aufteilen. Ich glaube, das Problem ist, man muss sich ja irgendwo auf... Ah, wunderbar. Das Problem ist ja eigentlich, man muss sich ja irgendwo aufhalten, wo man... Also man muss schnell wegkommen und kann dann ganz gut flüchten, glaube ich. So war das ungefähr. Ist doch gar nichts, ich laufe doch nur. Ich meine... Warum sollte ich mit denen irgendwas machen? Die laufen mir eh nur hinterher. Dies ist mir relativ egal. Also suchen wir uns ein random Auto, das da irgendwo rumsteht. Vielleicht auf irgendeinem Parkplatz oder so. Noch jemand hinter mir? Der letzte. So, hier steht für mich schon mal Parkplatz. Da könnten parkende Autos sein. Ach, Helm weg. Aber gib dich zur Textilfabrik und schon mal was geschafft. Ein Fahrzeug würde ich mir trotzdem gerne holen, da die Tiefgarage war zu anscheinend, wie es ausgesehen hat. Da parkt auch nichts, oder, liebe Leute? Parkt hier irgendwas? Habt ihr was gesehen? Irgendwas gesehen, was ich snacken kann? Nö, leider nicht. Schade aber auch. So unaufmerksam, die Leute von heute. Schauen nur auf ihr Handy. Oh, wir können Zug fahren. Da fährt nur in die falsche Richtung. Wie weit fährt denn der? Warte mal. Hier ist jetzt der Zug. Ah, der fährt gleich unterirdisch, oder? Wo hält denn das nächste Mal? Boah, ist ja voll geil, Zug fahren zu können jetzt. Einfach mal einsteigen hier. Aber ich glaube, dann hätten wir eben das Problem. Warte mal, in die Richtung fährt der. Heißt, wir fahren in die komplett falsche Richtung. Wobei... So falsch ist die Richtung gar nicht. Steigen wir mal ein. Hallo. Wir haben leider keinen Fahrschein, aber was willst du machen? Ich bin gespannt, wie weit der Zug hier fährt. Da können wir ein bisschen Ausschau halten. Aus dem Führerstand raus da hinten. Ja, schön hier. Mach mal zu die Tür hier, Kollege. Ich würde mich gerne hinsetzen. Ich kann mich aber nicht hinsetzen. Jo, Tür einmal zu da. Zurückbleiben, bitte. Jetzt können wir nicht mehr rauslaufen, denke ich mal. Jetzt müssen wir eine Weile lang hier mitfahren. Tatsache. Ach, ist das geil. Sogar mit Kinokamera. Und die fährt nach Los Santos. Das ist voll kreativ. Keiner hätte gedacht, dass diese Bahn nach Los Santos fährt. Ach, das ist eine automatische Kamera. Gut, dann behalten wir die mal. Mehr kann ich ja eh nicht machen. Also aus dem Fenster gucken. Ach, ist das schön hier. Oh, ist das schön. Kavusch. Boah, mit einer Geschwindigkeit. Also ein bisschen schneller könnten die ja schon fahren. Was sind das? 20, 30 km/h vielleicht? Ja, so fahren wir bei uns in der Karlsruher Innenstadt rum, aber naja, gut.
So ganz weit weg kommen wir ja auch nicht, wenn die jetzt eine Linkskurve fährt. Dann ist das gar nicht so schlimm. Ich glaube, wir sind da lang tuckert. Weil die Gleisverlegung auch sehr suboptimal ist, muss ich sagen. Aber sie fährt sehr smooth um die Ecke, muss man ja echt lassen. Jetzt stimmt doch die Richtung wieder einigermaßen, muss ich sagen. Können wir nicht selber rumgucken? Nee, können wir nicht. Das macht das Spiel automatisch für uns, während wir fahren. Okay. Dann halten wir einfach Ausschau, drehen Däumchen und... Ach, sei denn da wahrscheinlich zum Vermieten, denke ich mal. Boah, ich kann kein Spanisch. Jetzt sind wir hier auf jeden Fall ungefähr in Franklins Hausbereich irgendwo rum. Da war doch ungefähr eine Station, oder? Denke ich mal. Hui, und ich hoffe mal, das kostet jetzt kein Geld, Bahnfahren. Bei Bändern ist es fein, $1 oder 50 Cent oder sowas. Das dürfte nicht so schlimm sein. Vorhin ist auch schon die nächste Station. Ich glaube, so falsch war das gar nicht, hier Bahn zu fahren. Das war auch mal eine coole Erfahrung gewesen, dass wir hier so eine automatische Kamera-Führung haben und so. Finde ich echt schön. So. Einmal durch da und dann einmal aussteigen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. So. Gucken wir kurz auf die Karte. Wo fährt der Zug jetzt lang? Jetzt ist er hier. Dann würde er... Sehe ich gerade gar nicht. Fährt der in die richtige Richtung? Warte mal. Ist der Strich. Hallo? Ich steig hier mal aus am besten. So. Steigen wir mal aus hier. So. Ja, ich wollte euch doch gar nichts tun. So, wie sieht es denn auf der Karte aus? Ich sehe absolut nicht, wo der Zug jetzt hinfährt. Ich glaube, der fährt aber weiter hier Richtung Süden oder macht hier eine Schleife. Ich glaube, es könnte sogar Sinn machen, dass der hier links hoch abbiegt. Ja, das wäre cool, dann würden wir hier rauskommen. Frage ist, tut der Zug das? Was ist denn da vorne? Biegt der Zug da links ab oder geht der nur unter Tage? Ich gehe mal lieber da hoch. Würde mich mal interessieren, auf so ein Interesse. Jetzt haben wir es zwar eh schon versemmelt, aber ich glaube, sieht nicht danach aus, als ob der da links fährt. Der fährt weiter geradeaus. Schade aber auch. Das heißt, der fährt weiter so den Weg, aber irgendwas muss doch auch da hochführen. Ach, das wäre der andere Zug hier gewesen. Gut, das ist der andere. Vielleicht finden wir hier eine Station. Ist hier irgendwo eine Station? Hallo? Irgendein Zug da? Da unten ist keine Station. Ist es nicht diese Güterzugstrecke hier?